Ja, das wird eine tolle Aufnahme heute, oder? Zumindest wissen wir jetzt, dass Arne auch den Postboten dazu bringt, zu spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Ich glaube, wir sagen immer das Gleiche am Anfang. Ist mir gerade aufgefallen. Du meinst, wir könnten das mal aufnehmen und einfach davor schneiden? Ja, weniger Arbeit für uns. Er muss es schneiden, ist auch wieder Arbeit. Oh, wir schweifen schon wieder ab. Gibt schon wieder Ärger. Ja, wie gesagt, wieder eine Review-Folge, die wir heute haben. Und wir haben uns ja immer ein Themengebiet rausgepickt. Und diesmal haben wir uns was rausgepickt, was relativ gut passt. Und es gibt drei Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind von einem Verlag. Es gibt nur drei Spiele? Ja. Und nur ein Verlag? Das ist ja einfach. Drei Spiele, die ein Verlag rausgebracht hat, wo man nicht gedacht hat, dass er solche Spiele rausbringt. Ja, ja. Okay, jetzt hast du so besser, ja. So besser, wenn ihr mich mal ausreden lasst, dann klappt das auch. Wozu? Ich weiß, ich rede sonst immer so viel und ihr müsst mich dauernd unterbrechen. Ja, ja, ja. Ja, das tut der Arne unterbricht alle, das ist gar kein Problem, das kriegt er ja hin. Er quatscht immer rein. Genau, wir reden über die drei Familienspiele von Haber, die dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie überraschend war das eigentlich, dass die Familienspiele rausgekommen sind. Die gelben Habers? Ja, genau, nicht gelben Habers. Es war, gefühlt war das für alle eine Überraschung, als sie angekündigt wurden, also auch für mich. Also mich hat's auch umgehauen. Ich hab's irgendwann, ich weiß gar nicht, das kam irgendwann im Sommer, kam die Pressemeldung oder irgendwie eine Meldung irgendwo raus, keine Ahnung, irgendwo im Rauschen des Internets. Und da habe ich gedacht, huch, das ist ja interessant, da habe ich mir mal angeguckt. Aber Huch ist ein anderer Verlag. Ja, Entschuldigung, Haber, das ist ja interessant. Und dann habe ich mich noch weiter informiert und habe gesehen, oh, das sind ja sehr bekannte Autoren, sage ich mal. Ja. Oder auch schon Autoren mit, also nicht irgendwelche eingekauften ausländischen Lizenzen oder irgendwie sowas, sondern gut, lass uns mal ein bisschen über den Hintergrund dazu erzählen, weil Haber will ja schon seit Ewigkeiten Familienspiele rausbringen. Ja? Ja, haben das aber irgendwie nie hingekriegt und irgendwie hat ihnen auch was nie jemand zugetraut. Und sie haben dann irgendwann mal gesagt, also wir müssen das mal vielleicht etwas anders angehen, und sie haben für diese drei Spiele hatten sie sich so eine Vorbereitungszeit von ungefähr 4 Jahren genommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh. Die nächsten sind dann also 2019. Nein. Es ging ja, also dazu gehört ja also wirklich zu überlegen, wie machen wir die Einführung? Machen wir das unter dem Haber-Logo oder machen wir dafür einen neuen Verlag auf? Machen wir das auch mit einem gelben Box drumrum oder machen wir dafür eine andere Farbe? All diese Sachen, oder machen wir da irgendein Label drauf, was irgendwie heißt Familienspiel und ähnliche Sachen? Und haben wir jetzt dann sich auch extra entschieden. Sie haben sich dann also einen externen Redakteur dafür gesucht. Das ist ja der Jürgen Valentiner Brandt. Und haben das mit dem zusammen dann halt aufgebaut über diese Jahre und ausführlich dran gearbeitet, dass da halt also eine schöne Linie bei rauskommt. Und das ist ihnen eigentlich an der Stelle dann auch relativ gut gelungen. Also das hat auch marketingmäßig alles perfekt hingehauen. Die Überraschung war da und jetzt müssen nur noch die Spiele entsprechend einschlagen. Ja, die Spiele kommen nicht in der gelben Schachtel. Genau. Es klebt aber das Haber-Logo drauf und es klebt noch ein anderes Logo mit drauf, was ich gerade sehe. Richtig. Oder ist das bei allen drauf? Also ich glaube, damit ist bei allen drei drauf. Ja, damit wollen sie sich wahrscheinlich so ein bisschen von den Kinderspielen vielleicht abheben, nehme ich mal an. Da steht nämlich auf Spieleabend approved. Ich vermute mal, dass es wird jetzt niemanden geben, der Spieleabend ist, sondern das ist einfach nur, dass die Leute wissen, das ist halt jetzt kein an sich Kinderspiel, sondern das ist was, das kann man dann abends oder vielleicht auch am späten Nachmittag mit seinen Kindern oder als Familie oder auch nur als Erwachsene spielen und hat dann einfach einen schönen Abend. Und das würde ich jetzt an der Stelle so unterschreiben wollen, dass das kann so funktionieren. Aber wir reden schon jetzt hier von ganz klassischen Familienspielen. Das ist jetzt quasi so der Next Step, wenn man aus den Haber-Spielen rausgewachsen ist. Da gibt es ja auch eine gewisse Entwicklung. Also man kann da ja mit drei Jahren einsteigen. Fällt denn so meistens bei 10 wieder raus, oder? Nicht vorher schon? Ich glaube mit 12, das ist. Also die haben ja schon ein breites Spektrum an Kinderspielen. Also das kann man schon richtig. Ja durch die ganze Kindheit begleiten, sage ich mal. Ja, ich glaube, da sind die das Älteste, was man Minimum sein muss, ist, glaube ich, tatsächlich 6. Und
ja, und da schließen jetzt halt diese drei Spiele, über die wir jetzt gleich reden wollen, einfach mal an. Was ich muss sagen muss, ist eigentlich, das ist sehr schön, dass sie sich halt dieses Marktes annehmen, weil ich finde auch den Zeitpunkt sehr gelungen. Ich habe gefühlt, erscheint es mir so, und da mag mir jetzt natürlich wieder irgendjemand widersprechen, dass tatsächlich die meisten Spiele inzwischen wirklich eher an den Enden von dem Spektrum rauskommen. Du hast halt eher die ganz einfachen Spiele, du hast nur noch die Kommunikationsspiele, du hast nur noch diese Vielspielerkracher oder irgendwelche Miniaturen Clash-Gedönst mit richtig groß viel Material. Und so das klassische Familienspiel, so wie es das in den 80ern war und was mehrmals irgendwie sowas wie ein Spiel des Jahres bei mir gewonnen hat, sowas gibt es eigentlich kaum noch und selten. Ich gucke jetzt gerade nach links auf meinen Stapel und würde dir einfach gerade mal widersprechen. Das ist sehr gut, das freut mich. Ja, und Haber hat natürlich auch im Gegensatz zu so Anfang kleineren Verlagen natürlich auch so den Bekanntheitsgrad auch im Familienbereich. Ne? Die Familien kennen Haber als Spieleverlag, und wenn das dann in einem Geschäft steht, dann weiß man, ah, das ist Haber, von denen haben wir auch schon Spiele. Ja, genau. Und nicht, wenn da steht Pegasus und dann ist da so ein fliegendes Pferd drauf, könnte man schon denken so, ist das was für mich? Bei Haber ist man da, ja, also ist man nicht überrascht oder hat keine Angst davor. Also wie durchdrungen das ist, muss man ja erstmal überlegen, was gehört denn alles zur Firma Haber? Da gehören ja auch Firmen dazu, die nicht Haber heißen, wie zum Beispiel Jaco O, was wirklich ganz, ach, ganz, ganz viele, ja, die gehören auch dazu. Das sind ganz viele, ja, genau. Ja, schau an. Schau an. Und das ist einfach etwas, das ist auch in ganz vielen Familien einfach dadurch, dass sie Kinder haben und so weiter, durchdrungen. Die kennt einfach jeder. Und sie haben also auch die Kanäle, das entsprechend zu bewerben und an der Stelle halt wirklich aufzubauen und halt aus denen, die halt als Kinder spielen, halt auch längerfristig Spieler zu machen, was, denke ich mal, der ganzen Branche auch nur zugutekommen kann. Zumal die Kindergärten ja auch mit den Haber-Spielen durchsetzt sind. Also bei uns im Kindergarten gibt's auch viele gelbe Schachteln. Ja, und ja, die sind halt auch schon in den Läden mit drin, ne? In vielen. Als Kinderspiele. Und da ist jetzt ein einfaches noch, die drei Spiele mit dazu zu packen und dass die halt an einer anderen Stelle im Regal dann stehen. Da muss man natürlich aufpassen, dass das halt nicht bei den anderen Haber-Spielen eigentlich steht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Vor- oder Nachteile davon sind, wenn das tatsächlich daneben steht. Die Leute sagen, hä, warum ist das hier nicht gelb? Und dann feststellen, das ist ein Familienspiel. Oder ob die einfach sagen, nee, da sind gelbe Schachteln, da muss ich gar nicht erst in die Ecke. Und dann hoffen, dass sie, aber hier ist auch ein Haber-Spiel, was ist das denn? Also kann wahrscheinlich beides Vor- und Nachteile Haber haben. Der Haber-Schriftzug ohne Gelb wirkt ein bisschen, ne, das ist so, also für uns als Kenner der Szene wirkt das schon so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, gibt es Haber-Schachteln, die nicht gelb sind? Es gibt ein paar, die haben einen blauen Streifen. Es gibt ein rosanes, das weiß ich hier. Einhorn-Glitzerfunk oder sowas. Das muss ja rosa sein. Sie haben Lernspiele. Also Spiele mit einem entsprechenden pädagogischen Charakter, die sind nur obere Hälfte gelber Rand und untere Hälfte ist blauer Rand. Da gibt's auch ein paar richtig, richtig schöne Spiele. Da gibt's zum Beispiel Europa Silbenrallye, wo die Kinder halt also auf irgendwelchen Bildern Wörter entdecken müssen, dann die Silben klatschen müssen und je nachdem, wie viele Silben sie haben, so viele Felder bewegen sich vorwärts. Und dann wird's ziemlich spannend zu sagen, ich suche jetzt nicht irgendein Wort, sondern ich suche ein Wort, das genau so viele Silben hat, wie ich will, da vorwärts kommen will. Das ist sehr spannend, sehr gut gemacht. Und in der Kategorie haben sie einige Spiele, die halt so in diese pädagogische Reihe passen. Ansonsten haben sie natürlich auch Spiele, die sind nicht in Pappschachteln, sondern in irgendwelchen Blechbüchsen oder Eierkartons oder ähnliche Sachen. Ja. Ja, aber jetzt gehen wir mal weg von den Kinderspielen und kommen jetzt wirklich zu unseren drei Spielen und den drei Familienspielen von Haber und stellen die jetzt mal im Einzelnen etwas näher vor. Eigentlich sind es fünf. Aber ja. Fünf? Aber genau. Lass uns erstmal den Arne anfangen lassen. Genau, weg von den Kinderspielen möchte ich jetzt noch nicht so unterschreiben, weil ich möchte über das Spiel Spookies reden. Ich glaube, Spookies ist von den dreien schon das einfachste. Ja. Das einfachste Spiel, was wirklich noch diese Brücke zwischen diesen gelben Schachteln, nenne ich sie jetzt mal, und den normalen Familienspielen schließen kann oder versucht. In Spookies geht's darum, dass ihr irgendwie, nee, ihr seid ja gar keine Farbe, ihr seid irgendwie irgendwer. Ihr würfelt am Anfang einen Freundewürfel, denn es gibt es gibt fünf verschiedene Figuren, die ihr aber halt nicht steuert, sondern ihr steuert
halt eine Figur und die wird in der vor dem Spiel über den Freundewürfel bestimmt und dann müssen diese Figuren in einem Spukschloss oder Spukhaus aufsteigen. Ihr nehmt dann diese Figur und fangt unten an und müsst in den Garten kommen. Also von draußen in den Garten. Dafür müsst ihr, ich weiß es gar nicht, eine 5 oder mehr würfeln. Richtig? Ja. Genau. Und ihr habt 4 Zahlenwürfel zur Verfügung. Müsst euch entscheiden, mit wie vielen Würfeln ihr diese 5 würfeln wollt. Wenn ihr es schafft, diese 5 mit 2 Würfeln zu werfen, also wenn ihr nur 2 Würfel nehmt, kriegt ihr halt einen Punkt dafür oder ein Spooky, so ein Marker, ein Gespenstermarker, auf denen auf der Rückseite Siegpunkte stehen. Wenn ihr es geschafft habt, dürft ihr weitergehen. Ihr dürft euch wieder entscheiden, wie viel Würfel ihr nehmt. Das nächste Feld hat halt 6. Ihr müsst halt eine 6 schaffen. Das heißt, ihr nehmt wieder, wenn ihr 2 Würfel nehmt, ist eure Belohnung höher. Wenn ihr 3 Würfel nehmt, ist die Chance natürlich höher, in das nächsthöhere Feld zu kommen. Aber eure Belohnung in Form von Spookies ist geringer. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Genau, und dann muss man halt irgendwann später oben sogar eine 11 oder eine 12 würfeln. Genau, das geht dann halt bis 11, was dann halt mit 2 Würfeln schon sehr zockig ist. Da gibt es aber dann halt, wenn man die 11 schafft, mit 2 Würfeln zu werfen, würde man 16 von diesen Markern bekommen, was schon eine große Menge ist. Aber die Chance, dass man das schafft, ist sehr gering. Wenn ihr es nicht schafft, ein Feld zu erreichen, dann fallt ihr nach unten in der Differenz von dem, was ihr gewürfelt habt und dem Feld, was ihr auf dem ihr steht oder was ihr erreichen wollt. Also ihr wandert, fallt nach unten wieder durch und der nächste Spieler ist an der Reihe. Und ihr müsst Spookies abgeben. Und genau, man muss die Spookies auf das Feld legen, genau. Auf die Felder, durch die man durchfällt, sozusagen. Und der nächste Spieler, der dorthin kommt, kann sich diese Spookies dann wieder, also Spookies sind ja diese Marker, kann die wieder aufnehmen. Klingt jetzt so ein bisschen nach Push-Your-Luck-Game. Das ist es auch. ich glaube, ich würde aber so einen Can't Stop, also dem wirklichen Klassiker, vielleicht dort vorziehen. Das Spiel ist schön spookig gestaltet, aber nicht so gruselig, also so ein bisschen kinderfreundlich natürlich, spooky. Also das Haus ist, es ist schon stimmungsvoll gezeichnet, das Spielbrett. Aber es hat uns nicht so ganz überzeugt, umgehauen. Also ich kann ja mal dazu erzählen, wie wir mit den Regeln gekämpft haben, weil es gibt eine Stelle, die etwas, ich würde mal sagen, so formuliert ist, dass meine Frau es anders verstanden hat als ich und die anderen am Tisch. Und zwar ist es ja so, dass du kannst ja jederzeit aufhören und sagen, ich möchte jetzt nicht mehr würfeln. Genau. Und dann ist es halt so, dass wenn du halt nicht aufhörst, dann musst du halt im Notfall Spookies abgeben. Aber meine Frau hat das halt auch so verstanden, dass das wirklich wie bei Can't Stop ist. Das heißt, die ganzen Spookies, die du bis dahin erwürfelst, kriegst du dann auch nicht, wenn du falsch würfelst. Sondern du musst halt wirklich direkt aufhören, damit du überhaupt diese Spookies einsammeln kannst. Nee, du kriegst die, sobald du in den Raum... Das habe ich ihr dann auch erklärt, dass das so formuliert ist. Und sie so, nein, das lese ich aber anders. Und das war dann natürlich wieder mal ein bisschen Gezank am Tisch. Wir haben uns dann einfach darauf geeinigt. Und dann war das Spiel aber gefühlt einfach nicht gut. Weil, ich würfel und bis der Charakter, sagen wir, bei 7 oder 8 ist. Und dann höre ich einfach mal auf. Und dann habe ich halt welche gesammelt und dann hoffe ich, dass ich nächstes Mal einen anderen Charakter würfle und solange bis halt irgendwie die Charaktere alle hochgewandert sind, was dann erstmal am Anfang null Spannung ist. Es passiert aber auch meistens auch gar nicht, dass die Charaktere groß hochwandern. Manchmal, du bist halt, hast halt schon mal am Anfang dieses Glückselement, welchen Charakter kriegst du überhaupt? Wenn der Charakter unten vor dem Haus steht, kriegst du erst, ist es erstmal schwer, Punkte zu kriegen. Wenn dann der nächste Spieler zum Beispiel einen Charakter kriegt, der schon in der Mitte oder im ersten oder zweiten Stock steht, dann hat der einfach schon mal bessere Chancen? Weiß ich nicht, ob das... Man kann halt auch, es gibt halt auch noch eine Variante, in der man sich den Charakter frei wählen kann. Die habe ich jetzt nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist. Bei den Spielen. Ja, ich glaube, das ist eher was für Kinder, die dann sagen, ich möchte aber. wir hatten halt auch wirklich also das Gefühl so, ja, aber das, wenn du das danach spielst, so, dass du die gleich kriegst, dann ist so ein bisschen so der Reiz raus, weil ja, dann nehme ich halt mal an der Stelle, weißt du, man kann das so alles abschätzen. Das können wahrscheinlich Kinder weniger, sondern sind die vielleicht schon zu alt für. Ja. Aber dann du sitzt halt da und sagst dir, okay, der Typ ist auf der 8. Wenn ich jetzt 2 nehme, habe ich eine Chance von so und so viel Prozent, dass ich vielleicht auch irgendwas abgeben muss. Und dann würfel ich halt mit 2.
es gab auch wirklich nie einen Grund, mit weniger als zwei zu würfeln, also mit mehr als zwei Würfeln zu würfeln, weil der Gain war einfach zu wenig. Vielleicht sind wir da tatsächlich zu weit davon entfernt gewesen, was die Familie zu sein, die daran Spaß haben kann. Ja, ich hatte mit Matthias irgendwann, jetzt, nachdem ich das gespielt hatte, auch die Diskussion, ob ich das mit meiner 5-jährigen Tochter spielen könnte. Wo ich erstmal gedacht habe, es müsste eigentlich, könnte funktionieren. Und da hast du gesagt, irgendwie es funktioniert, wird nicht funktionieren. Ja, weil halt wirklich, also ich meine, ein Kind, das macht sich halt weniger Gedanken darüber, was kann ich abschätzen. Aber das kann es auch nicht. Also der Reiz des Spiels wird ja dadurch entfaltet, dass du versuchst, das Risiko abzuschätzen. Traue ich mich mit zwei Würfeln zu würfeln und ein großes Risiko und ein großer Gain? Oder nehme ich lieber drei oder vier Würfel? Und das können 5-Jährige nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich auch kein Kinderspiel, sondern halt ein Familienspiel. Ja, es steht 8 auf der Schachtel. Also ab genau. 8. Kinder müssen an der Stelle ja auch schon in der Lage sein, die Würfel zusammen zu addieren. Ja. Und wenn man weiß, okay, die Zahlenraum bis 6 ist erste Klasse und dann in der zweiten Klasse geht's eher so bis 20 oder bis 100 oder so, das ist einfach auch ein Zahlenraum, der dann auch erst von den Kindern erst begriffen werden muss. Und bis dahin ist das Spiel einfach für sie komplett, geht an ihnen vorbei. Und deswegen, also ich glaube, mit 8 ist man aber gefühlt auch schon wieder zu alt, um an diesem Spiel Freude zu haben. Das ist so mein eine Schätzung. Also ich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch lieber eher Can't Stop spielen. Ja, lernen wir das Zusammenzählen noch ein bisschen mehr und Kombinationen zu finden. Und dann gab es natürlich einen, der sich auch wieder beschwert hat, dass der Zahlenraum für die Spooky Chips zu groß ist, weil da gibt's Einer, Zweier, Dreier und Fünfer. Und wenn da jemand einen Fünfer kriegt, das ist gefühlt halt wirklich stärker, als wenn sich da irgendjemand abmüht und dann irgendwann eine 5-1er hat. Aber das ist dann halt auch wieder das Ja, aber Glücks- vielleicht wird das Spiel auch gar nicht so gut durchrechenbar sein, weil es halt doch ja ein Glücksspiel ist. Ja, es ist ein Glücksspiel. Glücksspiel ist in Ordnung und Varianz ist in Ordnung, aber muss das denn 1 bis 5 sein? Hätte es nicht gereicht zu sagen, wir haben, sagen wir mal, weiß ich nicht, Dreier, Vierer, Fünfer, weißt du? Da hast du auch eine Varianz drin. Aber du hast nicht das Gefühl, dass es so unendlich ungerecht ist. Ja, ich habe das ja selber nicht spielen können. Ich habe es nur auf dem Spiel des Jahresdinners beobachten können, wie es Leute gespielt haben. Und auch ein Kritikpunkt davon war, dass sie am Ende des Spiels hatten sie einen Berg von Chips vor sich liegen, die sie dann erstmal auch noch zusammenzählen mussten. Also derjenige, in Anführungszeichen, wurde bestraft, der die meisten Punkte hatte oder die meisten Chips eingesammelt hat, weil das eine ewige Rechnerei war. Also und Spaß. Das waren jetzt natürlich nur Erwachsene, die da am Tisch saßen und alles erfahrene Spieler, hatte da gefühlt keiner von denen, die es gespielt haben. Und das ist grundsätzlich erstmal ja kein gutes Zeichen, wenn, auch wenn es ein Familienspiel ist, sollten Erwachsene ja schon Spaß dran haben. Also gerade Jurymitglieder, die ja nun wirklich viele Familienspiele spielen. Ja, aber sind aber auch wieder die Vierspieler. Ja, aber trotzdem kannst du ja trotzdem an einem Familienspiel trotzdem Spaß haben. Ne? Du kannst ja auch an Kinderspielen Spaß haben, die du mit deiner Tochter spielst. Aber wenn da der Spaß einfach überhaupt nicht aufkommt, dann ist da, glaube ich, was nicht ganz richtig gelaufen. Ja, vielleicht sollten wir einfach das Ganze jetzt beenden und über zum nächsten Spiel übergehen, genau. Das war Spookies von Stefan Kloß, auch der Autor zu Beastie Bar, zu dem ich ja auch eine Meinung habe. Hey, Beastie Bar ist cool. Wir kommen zum nächsten Spiel. Genau. Und das ist Karuba. Jetzt muss ich direkt am Anfang sagen, ich selber habe es nicht gespielt. Ist aber das Spiel von den dreien, die mich am meisten angemacht haben, von dem, was sie wie es gelesen und ausgesehen hat. Eigentlich müsste man denken, ich wäre mehr für das Dritte, was der Matthias vorstellt. Aber das wirkte mir dann das Thema zu aufgesetzt und die Mechanik nicht interessant genug. Aber jetzt zu Karuba. Karuba ist eins der Plättchenlegespiele, die wir auch in der letzten Folge ja schon behandelt haben. Bei Karuba sind wir auf Abenteuersuche und müssen mit unseren 4 Forschern durch einen Dschungel uns kämpfen, um zu einem Tempel zu bekommen, um da Schätze zu suchen. Zwischendurch finden wir noch Diamanten und wer am Ende des Spiels die meisten Schätze gesammelt hat, gewinnt dann das Spiel. Jeder hat dabei sein eigenes Tableau vor sich liegen, das 4 Seiten hat. 2 Seiten sind ein Strand und 2 weitere Seiten sind Dschungelfelder. Und die Forscher starten quasi alle am Strand an einer, in Anführungszeichen, frei wählbaren Position. Und die Tempel befinden sich auf den Dschungelfeldern, auch in Anführungszeichen frei wählbaren Positionen.
Ja, man sehr muss Anführungszeichen, ja. Ja, es gibt gewisse Legeregeln natürlich dabei. Man muss nun versuchen, durch Plättchen, die nachher im Laufe des Spiels gezogen werden, und die Wege darstellen, also gerade Kreuzungen, Kurven, seine Forscher der jeweiligen Farbe zum Tempel der jeweiligen Farbe zu bringen. Und zwischendurch dürfte man dann noch halt Diamanten oder Goldstücke einsammeln. Der Clou bei der ganzen Sache ist jetzt, es zieht nicht, also es wird die Chips liegen verdeckt und es wird gezogen, aber alle Spieler kriegen dieselben Chips oder dieselben Wegplättchen. Also es gibt einen Expeditionsleiter, der zieht von einem Stapel einen Chip oder ein Plättchen und da steht dann zum Beispiel die Zahl 22 drauf und alle anderen nehmen jetzt das Plättchen mit der Nummer 22, sprich alle haben dasselbe Wegplättchen und legen es jetzt gemeinsam auf seinen eigenen Spielplan jeweils. So ein bisschen wie bei Take It Easy. Ja. Und man versucht jetzt quasi den Weg zu bauen. Dabei kann oder wird wahrscheinlich jeder auch anders bauen, obwohl er dieselben Voraussetzungen hat. Denn auch die Forscher und die Tempel, die man am Anfang gestellt haben, stehen bei allen an denselben Positionen. Also alle haben dieselben Voraussetzungen, aber natürlich baut jeder etwas anders und vielleicht jeder hat einen etwas anderen Plan. Es starten alle mit den gleichen, also es könnte sich theoretisch ein gleiches Spiel entwickeln. Ja, könnte. Frage, könnte auch bei Take It Easy, hat es dort nie getan, also von da aus gesehen. Ja, ich versuche das nur gerade in meinem Kopf. Also wie gesagt, der Expeditionsleiter zieht ein Plättchen und jetzt kannst du entscheiden, dich das nicht anzulegen, sondern das Plättchen noch abzulegen und dann kannst du nämlich deine Forscher bewegen, deine Abenteurer. Ach so, und zwar so viel Felder, wie das Plättchen offene Wegenden hat. Also bei einem Gerade hast du zwei Punkte, zwei Felder und kannst deinen Forscher zwei Felder bewegen, weil du musst natürlich auch noch irgendwie deinen Forscher voran bewegen im Laufe des Spiels. Und alleine dadurch ist es schon so, wann gibst du ein Plättchen ab, wann legst du eins, hängt natürlich von dir ab. Wenn du natürlich bei deinem Nachbarn guckst und dem alles nachmachst, ja, habt ihr am Ende des Spiels dieselbe Teil gebaut, aber wenn du nur nachbaust und nach ihm dran bist, hast du auch nichts davon, weil er dann vielleicht schneller dran ist. Also es macht an der Stelle wahrscheinlich keinen Sinn, es nachzubauen. Also dann ist halt quasi auch, wenn du so einen Vierer, so eine Kreuz- und Kreuzungsplättchen bekommst, dann ist halt so die Frage wahrscheinlich, ob du abschätzen musst, bewege ich den jetzt oder lege ich dieses wertvolle Plättchen jetzt drauf, richtig? Ja, genau. Weil es halt, die Kreuzung ist halt das Universalplättchen, weil du in alle Richtungen gehen kannst. Hierbei ist es auch beim Bauen ist es so, du darfst Sackgassen bauen. Also du musst die Plättchen nicht passend legen. Es macht natürlich Sinn, sie passend zu legen. Aber wenn du zum Beispiel so eine Viererkreuzung legst und es gibt aber zwei Sachen, wo die Kreuzung nicht dran passt, dann ist es halt so. Aber trotzdem darfst du das Feld legen. Es ist nicht verboten. Das klingt spannend. Und du hast insgesamt 36 Plättchen, also auch 36 Felder. Und ja, nach den 36 Plättchen ist dann auch Schluss. Jetzt hast du noch eine Kleinigkeit nicht erwähnt, die ich sehr wichtig finde. Ich glaube, der kleine Matthias hat sich gemeldet. Hallo. Und zwar ganz wichtig, es gibt ein paar Plättchen, da sind Diamanten drauf. Diamanten und Goldnuggets. Und da ist es nämlich so, dass, also wenn du das Plättchen halt hinlegst und dann legst halt was drauf, dann willst du bei der Bewegung auch genau auf diesen Plättchen enden, um die einzusammeln, weil wenn du drüber hinwegläufst, dann bleiben sie liegen. Das heißt, du zusätzlich zu der Tatsache, dass du von A nach B reisen willst und du abschätzen musst, lege ich das Plättchen jetzt aus oder schmeiße ich es weg, um mich zu bewegen, musst du zusätzlich nur überlegen, ja, wenn ich das jetzt nämlich auslege, dann habe ich nämlich zusätzlich die Möglichkeit, Zusatzpunkte zu bekommen. Und dann brauche ich aber nochmal ein zusätzliches Ding, was dafür sorgt, dass ich genau auf diesem Feld auch lande. Ja, also im Endeffekt ist es wie ein großes Puzzle, ja, wo alle dieselben Bedingungen haben, aber jeder es versucht, anders zu lösen, um dann das Optimum rauszuholen. Weil natürlich gerade gegen Ende des Spiels werden halt die Möglichkeiten immer geringer. Im Endeffekt ist auch offen, sieht man ja, welche Plättchen noch verfügbar sind, also was kommen kann. Wenn jetzt erkennbar ist, dass nur noch, weiß ich nicht, gerade kommen und ich brauche noch irgendwo eine Kurve, ist natürlich schon mal blöd. Es ist halt wirklich ein Puzzlespiel an der Stelle, wo man das versucht zu optimieren oder geschickt hinzulegen, dass man sich nirgendwo einbaut und dass man mit seinen Leuten trotzdem vorwärts kommt. Weil das Bewegen darf man nicht vergessen. Es bringt nichts, wenn du die tollsten Kreuzungen und Wege gebaut hast, aber deine Forscher noch am Strand stehen und nie zum Tempel gekommen sind. Macht mich neugierig tatsächlich. Matthias, du hast es gespielt, ja? Ja, mehrmals. Und das ist auch so, dass
du tatsächlich auch, du hast natürlich auch einen gewissen Drang, du willst früh hinkommen, weil der Erste, der hinkommt, bekommt dafür 5 Siegpunkte. Der Letzte nur noch 2. Das heißt, wenn du sagst, ich will möglichst früh dort ankommen, versuche ich also früh anzukommen und schnell dahin zu gehen, also schnell diesen Weg zu bauen und schnell mich vorwärts zu bewegen und vielleicht auf die Diamanten zu verzichten, um möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Oder sage ich, ich kann damit leben, dass ich langsam bewege und versuche, die anderen Dinger zwischendurch einzusammeln. Und da aber natürlich auch im Auge haben, dass natürlich das Spiel irgendwann natürlich auch vorbei ist, wenn alle Plättchen gezogen sind. Und das Drehen der Plättchen fällt auch weg, ne? Die haben ja nur eine Ausrichtung, richtig? Genau, die müssen ja in einer gewissen Ausrichtung hingelegt werden. Du musst also die Zahl, die draufsteht, immer lesen können. Würde mich also sehr, also mein Niveau, ja. Das ist ein wunderbarer Rüdiger Dorn, der gefühlt eigentlich also eines der genialsten Take-It-Easy-Varianten ist. Einfach weil du halt diese große Varianz hast mit heute muss ich mal den Rosanen von hier nach dort ziehen und das nächste Mal von dort nach dort, weil du halt immer diese Überdingsen hast. Überdingsen, ja. Naja, du hast halt diese freien Einsatzfelder. Jeder bestimmt einen, der da irgendwo einsetzt und einen anderen, einen anderen Tempel, der irgendwo hinkommt und auf diese Weise haben zwar alle dieselben Voraussetzungen, aber sie sind halt in jedem Spiel anders. Ja, und jeder plant auch schon ein bisschen anders. Denkt vielleicht, oh, jetzt stelle ich mal, der Abenteurer steht da und ich möchte jetzt den Tempel da hinstellen. Was aber vielleicht von dem Gedankenkonstrukt des anderen gar nicht passt. Genau. Ja, aber das war Karuba vom Rüdiger Dorn. Genau, ein wirklich schönes, gelungenes Spiel. Ich packe es mal auf meinen Wunschzettel. Gut, dann komme ich jetzt zum Abenteuerland. Ich das auf meinen Wunschzettel, genau, wenn ich das auf meinen Wunschzettel packe, wird mir nämlich auch gleich Abenteuerland empfohlen, was ich auch dahin legen sollte. Oder wie ich es auch gerne in Odysseyland, so ist dann der Name von der französischen Ausgabe. Bei Abenteuerland, das ist jetzt so das, wo es auch am erstes irgendwie bekannt gegeben wurde, was natürlich den größten Aufschrei hatte, weil das ist ein Kramer Kiesling. Und das ist ein sehr, sehr spannender Kramer Kiesling. Die Spieler haben ein quadratisches Spielfeld vor sich, eingeteilt in Zeilen und Spalten. Und an der einen Ecke des Spielfeldes, so in der Nähe vom Feld A1, legen die Spieler ihre Abenteuer an den Spielfeldrand und können sie dann im Laufe des Spiels bewegen. Wichtig ist, sie können sie halt einmal nur von links nach rechts und nur von oben nach unten bewegen. Das heißt, sie können immer nur in eine Richtung und niemals zurück. Das Spielfeld selber, das wirkt natürlich ausreichend gut konstruiert. Da gibt es Felder mit Wald, Felder mit Stadt, Felder mit einem Fluss, mit Nebel und Gebirge, genau. Und niemals je nachdem, immer in eine Richtung und niemals zurück, das ist ja, eine philosophische Frage hier, Anmerkung schon. Ja, das ist tatsächlich, also ich habe gemerkt, das ist das Anspruchsvollste an diesem Spiel, womit Kinder Schwierigkeiten haben zu sagen, du darfst aber nicht rückwärts gehen. Aber ich wollte das noch einsammeln. Ach, verdammt, da habe ich das aber falsch. Und da ist wirklich eine große Hürde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Spiel auch erst ab 10 Jahren ist. Es gibt für diese Felder gibt's verschiedene Eigenschaften. Also auf Stadtfelder werden Gefährten gestellt. Das sind so weitere Holzfiguren. Auf Waldfelder werden Kräuter gelegt. Auf Gebirge werden Schwerter gelegt. Und in den Fluss kommt Gold. Und auf die Nebelfelder kommen Bösewichte. Nun ist aber so, dass die am Anfang nicht ausgelegt werden, sondern die werden immer dann gelegt, wenn diese Karte gezogen wird. Für jedes Feld auf diesem quadratischen Spielplan gibt es eine Karte und zu Beginn des Zuges werden davon 2 gezogen und dann wird da das draufgetan, was da drauf gehört. Also auf die Stadt der Gefährte und auf den Wald das Kräuterding und so weiter. Und danach können sich die Spieler bewegen. Wie gesagt, wichtig dabei nur von links nach rechts, nur von oben nach unten. Und je nachdem, wo sie dann landen, können sie halt irgendwas machen. Wenn sie auf Wald kommen, wo ein Kräuterfeld ist, sammeln sie das ein und legen das verdeckt vor sich ab. Wenn sie auf eine Stadt kommen mit einem Gefährten, dann schließt sich der Gefährte ihrem Abenteurer an, damit ist es eine etwas größere Gruppe, und laufen dann gemeinsam weiter. In Gebirge finden sie halt ein schönes Schwert, mit dem sie besser kämpfen können, solche Sachen. Und im Wasser, da ist es also total schön noch, da wird dann Gold hingelegt, aber es gibt einen Wassermann, der bewegt sich halt über diese Wasserfelder. Er bewegt sich immer auf das Feld, wo das letzte Mal der Wassermann aufgedeckt wurde. Und der bewegt sich aber nicht einfach, schwupps, jetzt bin ich von hier nach da, sondern der schwimmt halt den Fluss entlang.
Und wenn dann irgendein Spieler auf dem Fluss war zu dem Zeitpunkt, dann wird er halt von dem Wassermann gefangen genommen. Das ist jetzt so grob das, was man so machen kann. Und jetzt geht's darum, ja, was ist eigentlich der Ziel des Spiels? Und da kommt noch mal eine zusätzliche Varianz rein. Es gibt drei sogenannte Abenteuer. Also es gibt drei verschiedene Regelwerke, die gespielt werden. Und dann ist, abhängig davon, welches davon spielt, hat man verschiedene Bedingungen, was man eigentlich machen möchte. Also bei Abenteuer 1 zum Beispiel möchte man nur möglichst viele Siegpunkte einsammeln. Das soll heißen, wenn ich einen Gefährten einsammle, dann kriege ich dafür Siegpunkte, je nachdem, wie groß meine Gruppe schon in dem Zeitpunkt war. Das heißt, ich versuche, möglichst große Gruppen zu bilden. Die meisten Gefährten sind aber am anderen Ende des Spielplans. Das soll heißen, ich will 2-3 Leute rüberziehen, um die möglichst viele einzusammeln auf dem Weg dorthin. Ich möchte nicht zu schnell laufen, weil ich dann nicht genug einsammle und solche Sachen. Bei einem anderen geht es eher darum, dass man möglichst viele von den Nebelwesen besiegt, weil das die meisten Siegpunkte bringt. Und solche so eine Abwechslung. Also man muss jedes Mal überlegen, so was ist jetzt die Aufgabe und wie kann ich das an möglichst Sinnvolles spielen. Bei den Nebelwesen ist auch so, die werden bekämpft mit Würfeln, wobei der Nebelwesen halt einen Grundwert hat, plus den Würfelwurf. Der Abenteurer hat auch einen Grundwert, dann werden dann die Gefährten dazu addiert, da werden Schwerter dazu addiert, die man einsetzen kann, wenn man möchte, wobei die halt auch multipliziert werden, dann werden Kräuter noch dazu addiert, wenn einem irgendwas noch gefehlt hat. Und dann hofft man halt, dass man das Nebelwesen besiegt, weil das kriegt man dann zu sich und das sind nochmal Siegpunkte wert. Das war grob Abenteuerland. Wie gesagt, große Abwechslung durch verschiedene Abenteuer, die man auch stückchenweise alle erstmal ergründen möchte, wie man das am sinnvollsten spielt. Hat es dir gefallen? Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Meinem Sohn war das noch ein bisschen, habe ich gemerkt, der ist halt erst 9, der Kleine. Der ist der war nicht ausgefuchst genug, der hatte Schwierigkeiten, das noch zu begreifen mit dem, du darfst nur in eine Richtung ziehen und das ergibt jetzt mehr Punkte. Es ist weil ja das, auch schon sehr viel, was da los ist. Also der Spielplan sieht ja auch schon. Das ist sehr viel. Also das ist so das, was ich sagen würde, ist, wenn du Karuba bis zur Unkenntlichkeit gespielt hast, dann ist das so vielleicht der nächste Schritt. Also das ist vielleicht ein anspruchsvolleres Familienspiel. Also es war dann so, dass meine Frau dann unserem Sohn geholfen hat und dann haben wir halt geguckt, so, wo kann man denn was machen, also abschätzen so, was meinst du, was gibt mehr Punkte, vielleicht noch den Gefährten einsammeln oder das Monster bekämpfen. Dann muss man sich halt entscheiden und dann muss man halt gucken, was dann am ehesten Sinn macht. Aber durch die drei verschiedenen Abenteuer und da muss man halt auch immer, das ist nämlich noch eine zusätzliche Herausforderung für Familien, da muss man halt seinen Kopf umstellen und sagen, jetzt ist aber was anderes gefragt. Als ich dieses Abenteuerplättchen gerade gesehen habe, oder dieser Karte, wo da die ganzen Regeln draufstehen, musste ich irgendwie an Andor denken. Ich weiß auch nicht, dieser Spielplan, der ja doch sehr, ja, weiß ich nicht, opulent oder sehr, ja, es ist ein bisschen was los auf dem Spielplan, denn halt dieses Raster, was da drüber liegt, dann halt diese Regeln, wo du sagst, es gibt verschiedene Abenteuer. Irgendwie wird dieser Andor-Vergleich lässt mich irgendwie, weiß ich nicht. Andor ist aber kooperativ. Ja, natürlich. Andor ist der größte Unterschied an der Stelle, ja. Entschuldigung. Wie wirkt denn das Thema überhaupt denn da drauf? Also deswegen hat mich das Abenteuerland ein bisschen abgeschreckt mit diesem, ja, du darfst quasi nur orthogonal gehen und runter oder links und tuck, tuck, tuck. Kommt das Thema dabei rüber oder bleibt es auf der Strecke? Also wahrscheinlich für dich bleibt das Thema auf der Strecke. Für mich blieb es das nicht. Okay. Ich hatte schon das Gefühl, also die haben sich Mühe gegeben, wirklich sinnvolle Begriffe zu wählen, wie du hast halt deine Abenteurer. Und das sind halt wirklich einzelne Abenteurer, die du losschickst, die versuchen irgendwie ein Abenteuer zu erleben. Sie gehen halt in diese fremden Länder. Sie bekämpfen halt diese Monster und das ist einfach, sehr einfach gehalten, aber trotzdem sehr anspruchsvoll. Sie sammeln halt in Städten, also du kannst auch sagen in der Taverne, Gefährten ein, die sie sagen, hey, hier hast du nicht Lust, mir zu helfen? Er sagt, juhu, klar, ich komme mit. Also von da aus gesehen, das sind alles so Frage. Für mich kommt Thema genug durch und auf diesen Abenteuerbögen selber, wo halt die Regeln erklärt sind für diese Abenteuer, ist auch so ein bisschen Flavortext dabei, so. Warum brauchen wir jetzt genau dieses? Warum brauchen wir jetzt genau jenes? Warum ist das jetzt mehr Siegpunkte wert als das? Und
Also ich fand, es ist für mich ausreichend thematisch, dass ich das als also wenn da jetzt sehr thematisches Familienspiel draufkleben würde, hätte sich auch keiner gewundert wahrscheinlich. Ne? Nee, für Ravensburger ist das wahrscheinlich sogar schon zu viel Thema. Und wahrscheinlich. Das hätte auch bei Ravensburger rauskommen können. Oder ist ja gut möglich, da auch Erweiterungen zu machen, ne? Neue Abenteuerbögen. Neue Abenteuerbögen ist das einfachste tatsächlich. Da brauchst du wirklich nur diese Bögen zu drucken und dann kannst du da tatsächlich noch ein bisschen Varianz reinbringen. Ich glaube, es ist auch kein Problem zu sagen, du gibst ein zusätzliches Material dazu. Weißt du, dann nimmst du irgendwelche Kobolde, die du in die Gebirge stellst, die dann vielleicht die Schwerter bewachen, oder du hast noch neue Monster, die du zu den anderen ergänzend dazulegen kannst. Solche Sachen. Also das ist erweiterbar, ist es definitiv. Wobei ich jetzt außer neue Abenteuer wahrscheinlich nicht dazu wirklich springen würde. Also die Abenteuer sind halt schon wirklich so ausgereift. Also da würde ich vielleicht einen Vergleich mit Robinson Crusoe wagen, wo diese einzelnen Szenarien, die du gespielt hast, waren auch jedes Mal war ein anderes Element von dem Spiel herausgekehrt und sagt, das ist jetzt mal wichtig. Du musst dich auch was anderes vorbereiten. Genauso wirkten diese drei Abenteuer in dieser Box. Aber das waren jetzt die drei Haberspiele. Genau. Für mich gibt's zweimal Daumen hoch, einmal Daumen runter. Es tut mir leid, Stefan. Also, ich mag dein Beastie Bar, aber dein Spookies hat mir nicht gefallen. Ja, aber das scheint so ein bisschen so die generelle Meinung zu sein. Oder? Wenn ich so durchlese, was andere zu den Spielen sagen oder mir angucke, was sie in irgendwelchen Videos erzählen, habe ich das Gefühl, das ist so das, was auch so die gängige Meinung ist. Wobei die meistens das einfach eher so mit, naja, da ist halt der Funke nicht übergesprungen bei Spookies, abtun. Aber also für mich liegt's einfach daran, dass wir haben versucht, Can't Stop zu machen, ohne dass es Can't Stop ist. Und das, glaube ich, war der Fehler. Ja, so, was sind denn jetzt die zwei anderen, die du eben meintest? Ja, jetzt bin ich ja, ich meinte tatsächlich, bei Abenteuerland sind diese drei Abenteuer. Das sind eigentlich drei Spiele in einem. Ach so. Da hat er uns auf die falsche Fährte gelockt, dieser Fuchs. Ja, er ist einfach nach links gelaufen, statt nach rechts. Ja, hat sich zurückbewegt. Ich habe ihn nach rechts gelaufen, ich habe bloß erwartet, dass ich nach unten gehe, das ist alles. Wie gesagt, ich finde es spannend, was Haber da macht. Bin gespannt, ob das weitergeht. Und erfolgreich war es ja auch anscheinend. Ja. Ja, wir haben eine ganze Sendung damit führen können. Ist es die ganze Sendung und wir haben eigentlich einen positiven Eindruck von allen erhalten. Dass uns den Spookies nicht gefallen hat, das ist halt so, aber. Ja, ich glaube, es könnte, ich kenne wahrscheinlich auch genug Leute, die sagen, hey, das Spookies fand ich doch ganz nett. Halt dadurch, dass es halt diese kindliche Gruselgrafik hat, worauf. Ja. Die Grafik finde ich total anmachend. Also, Spookies hat in meinen Augen die schönste Grafik von den drei Spielen. So ein bisschen Scooby-Doo-mäßig, ne? Genau. Ja gut, Scooby-Doo kennen jetzt die Kinder nicht von heutzutage, aber, das nicht. Ich glaube auch, dass wenn du mit wirklich selten Spielern spielst, die vielleicht, ich sag jetzt mal, wo Quicks so wirklich eine Erleuchtung ist, da könnte Spookies auch hervorragend funktionieren. Aber die Frage ist, muss es dann Spookies sein oder kann es dann nicht auch Quicks sein? Oder Can't Stop. Oder Can't Stop. Ja, aber ich glaube, dann sind wir jetzt so durch die Folge durch. Mhm. Ja. Und freuen uns auf neue Spiele von Haber. Nächster Zeit, nächstes Jahr vielleicht. Weiß nicht, welchen Rhythmus die jetzt auflegen. Ich gehe davon aus, dass da erst wieder was zu essen kommt, weil zu Nürnberg bringen die erfahrungsgemäß weniger neue Spiele, sondern mehr ganzen anderen Kram raus, so wie Plüschtiere und ähnliche Sachen. Aber da mag ich mich täuschen. Also der Punkt ist, Haber ist in Nürnberg, nicht in Halle 10, wo die meisten Spieleverlage sind, und auch nicht in Halle 12, wo jetzt noch Hasbro und Ravensburger sind, sondern sie sind in Halle 2 oder 3, wo halt Kinderspielsachen sind. Ja, sollten wir eine Sendung mit jemandem von Haber machen. Ha. Ja, genau. Also Miriam, wenn du uns hörst, du wolltest dich bei mir melden. Kleine Info, wir versuchen seit Dreivierteljahr? Ja, seit Februar, ja. Mit Haber. Seit Januar. Irgendwie einen Termin zu finden. Ist schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Also sie sind nicht abgeneigt, da sagen wir es so. Sie sind total interessiert daran, also das irgendwie zu machen. Wir scheitern noch an so, ich sag jetzt mal, technischen
Aspekten. Aber wir geben nicht auf und wir freuen uns darauf, wenn es dann irgendwann klappt. Vielleicht schaffen wir auch was im Nürnberg, genau. Ja, dann würden wir sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer großen Folge. Kramt die Schleife raus, genau. Die nächste Folge ist jetzt auch fest. Wir werden mit dem Martin Kleinen über sein Schaffen reden. Genau. Jurymitglied, YouTuber, Redakteur bei der Spiel doch. Und wenn ihr Fragen an ihn habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, dann schickt ihr uns an Arne. Info@bretterwisser.de. Ja, du musst das jetzt zweimal sagen, weil ich letzte Folge gehört, vergessen habe. Info@bretterwisser.de. Peinlich. Ja, das passiert uns nicht nochmal. Und die nächste Zwischenfolge? Ja. Da haben wir ein kleines Special aufgenommen mit dem Johannes Wolf. Das ist nochmal so im Anschluss an unsere Rollenspielfolge. Der macht nämlich einen Rollenspiel-Podcast. Und zwar jetzt nicht einer, wo er über Rollenspiele redet, sondern wo man tatsächlich Rollen spielt. Das ist jetzt nicht ewig lang, aber und die ist auch schon im Kasten. Aber genau, die wird es dann in 2 Wochen geben. Ja, prima. Und in 3 Wochen können wir eigentlich auch schon sagen. Gut. Ja, können wir? Können wir? Ja. Muss ich mal gerade gucken. Unser Thema in 3 Wochen ist Thema. Thema. Ach so, ich dachte, das war nur Platz. Nein, wir reden über Themen. Ich dachte, das Thema hier eintragen. Oh, der Ablauf ist hier sogar schon voll. Eieieiei. Ja, okay. Alles klar, wir hören uns. Tschüss. Ja, tschüss. Bis dann. Ich habe hier mal so versucht, ein bisschen was noch um mein Mikro herum aufzubauen, dass ich nicht ganz so halle. Also, ja, du heilst immer, das stimmt schon. Ja, wer hier in der großen Halle sitzt, der darf auch ein bisschen hallen. Ah! Ja, wir sind hier der Kathedralen-Podcast.